Dank für diese wirklich eindrücklichen Worte, Herr Teschürn, gerade zum Schluss. Ich kann mich nur wiederholen, Antisemitismus geht uns alle an, nicht nur die Juden, nicht nur die Menschen in Israel, sondern hier in Deutschland. Und es ist unsere Verantwortung, dass nie wieder, wirklich ein nie wieder wird. Wir sind jetzt zum Ende der Versammlung gekommen. Wir möchten schließen mit der Hatikwa, der Nationalhymne Israels. Ich bitte Sie alle mitzusingen, wenn Sie den Text kennen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass die Hatikwa viel, viel mehr ist als eine Nationalhymne. Das Lied ist entstanden in den Konzentrationslagern, gesungen von jüdischen Häftlingen. Hatikwa bedeutet Hoffnung auf Hebräisch. Und das ist das, was wir, glaube ich, alle brauchen. Hoffnung, dass es besser wird und Hoffnung, dass Israel wieder ein friedliches Land für alle Jüdinnen und Juden und alle Menschen, die sich dort wohlfühlen möchten, wird. Lars? Dass Sie alle sich die Zeit genommen haben und hier in der Kälte und ein bisschen Regen mit uns heute hier zusammen für Israel eingestanden sind. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Veranstaltern, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die Initiative Zusammen Berlin und die Initiative Bring Them Home. Außerdem möchte ich mich bedanken bei den Unterstützern, den Zentralrat der Juden, der Zentralbotschaftsstelle der Juden in Deutschland, der Werteinitiative, den Christen der Seite Israels und dem Tikva-Institut. Und ich möchte mich bedanken bei Rabbiner Ehrenberg und unseren Musikern Jael und Lars für die tolle Unterstützung. Applaus